Sports. It's in the game. Was geht ab, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 21 mit dem FC Bayern München. Ja, heute gibt's ein Topspiel, das kann man so sagen. Und zwar, wir befinden uns ja in der Vorbereitung auf die neue Saison. Wir bauen unser Team ja ziemlich tiefgründig um. Also wir haben schon einige Spieler verkauft, noch keinen geholt, aber wir haben einiges an Kohle auf der Bank, sprich 280 Millionen. Da kommt noch ein bisschen was dazu, weil wir verkaufen gerade noch weitere Spieler und dann ja, werden wir ein bisschen umbauen. Heute müssen wir auf jeden Fall gegen den FC Liverpool ran. Das wird eine harte Nummer. Und zwar, wir befinden uns ja in dem Vorbereitungsturnier. Hier die Halbfinalbegegnungen. Ich würde natürlich unbedingt ins Finale kommen wollen, weil es gibt natürlich wieder ein zusätzliches bisschen Geld, was wir auf jeden Fall gebrauchen können. So, jetzt gibt es die Aufstellung der beiden Teams. Beim FC Liverpool sieht man schon Roberto Firmino vorne, Jota links, Minamino rechts, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain und Henderson im Mittelfeld, und hinten haben wir Tsimikas, Paulista, Van Dijk und Trent Alexander-Arnold und Karius im Tor. So, bei den Bayern Lewandowski vorne, Coman links, Gnabry rechts, Müller, Tolisso und Goretzka im Mittelfeld, Davis, Romagnoli, Hernandez und Pavard in der Abwehr und Manuel Neuer im Tor. Ja, soweit die Aufstellung. Die Bayern, klar, sie sind momentan in der Umbruchphase. Es werden viele neue Spieler kommen. Aber ja, erstmal werden die Alten gehen. Hier sehen wir auch Corentin Tolisso, wird wahrscheinlich auch die Bayern verlassen. Ja, mal schauen, was alles passiert mit dieser Bayern-Mannschaft. Wie gesagt, ich will mal grundsätzlich einfach ein bisschen umbauen und mal ein bisschen was zusammenkaufen. So, also Liverpool gegen die Bayern. Eigentlich gefühlt ein Champions-League-Finale. Das sind zwei absolute Top-Teams. Und ja, die werden auf jeden Fall dieses Jahr um die Krone Europas mitkämpfen. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Anstoß für den FC Liverpool. Und damit läuft ja, das Halbfinale und beide Teams wollen rein ins Finale. Es ist natürlich nochmal so ein Abtausch. Klar, die Bayern beim letzten Mal gegen Atletico Madrid unentschieden gespielt. Und bekommen auch hier den ersten Angriff und da hat Müller schon die erste dicke Torschance. Tor, Thomas Müller, und die macht er. Das ist natürlich ein Traumstart für die Bayern. Vierte Minute und es müllert. Bis jetzt noch kein Tor von Thomas Müller in der Vorbereitung gesehen. Heute ist sein erstes, so das genau gegen den FC Liverpool. Schön gesehen von Goretzka, da geht die Lücke auf. Müller macht das eiskalt, Karius ohne Chance. Und die Bayern führen mit 1:0 gegen, ja, gegen den FC Liverpool. Das ist auf jeden Fall schon mal ein perfekter Start. Thomas Müller, vierte Minute. Ja, so möchte man natürlich starten, denken sich die Bayern. Und jetzt sind wir natürlich mal gespannt, wie es weitergehen wird. So, Wijnaldum, ja, schon mit einem kleinen Solo, bricht aber dann ab und da ist Paulista am Ball. Ja, Mané und Salah nicht in der Startformation. Klar, Klopp will wahrscheinlich auch ein bisschen durchrotieren und was testen. Aber die Bayern dagegen haben da schon besseres Aufgebot aufgeboten. So, Firmino. Pass geht zu Jota. Abseitsfahne bleibt unten. Pass wird erstmal geblockt. So, da ist Wijnaldum wieder am 16er. Bayern wollen aber Liverpool dann nicht in die Mitte kommen lassen. So, Ball fast im Aus, da war ein Foulspiel mal wieder. Und aber Vorteil weiterlaufen lassen. Das ist stark von Gnabry. Gnabry sowieso, ich finde den in der Vorbereitung bärenstark, wenn ich ehrlich bin. Serge Gnabry, und der rennt hier erstmal um alles oder nichts, aber dann muss er auch ein bisschen abdrehen, weil da leider keiner so mitgelaufen ist, dass er anpassbar wäre. So, da ist Goretzka. Da kommt Robert Lewandowski, der holt Schwung. Lewandowski! Ja, das haben wir schon besser von ihm gesehen. Robert Lewandowski gut durchgesetzt eigentlich. Sieht dann die Lücke auch. Und Karius fliegt, aber da muss er gar nicht fliegen. Der Ball geht deutlich am Tor vorbei. So, da ist Van Dijk. Weiter geht's zurück zu Karius. Und dann erstmal auf die Seite geschwungen. Und das ist gefährlich. Oxlade-Chamberlain. Kommt da noch einer hin? Da kommt Firmino und der macht den Ausgleich. Oh Gott, ist das gut gespielt gewesen. Oh je. Ja, klasse gemacht. Schöner Angriff. Da haben die Bayern mal wieder ein paar Schritte zu langsam. Ja, da ist klar, da kommt der Pass. Da kommt vielleicht nur noch Benjamin Pavard ran, aber da kommt zu spielen dann der Innenpfosten. Rettet für Firmino. Schön gemacht, Neuer ohne Chance und mal wieder ein Gegentor. Ja, die Gegentoranzahl
der Bayern in diesem Vorbereitungsturnier enorm hoch, das muss man so sagen. Das ist das vierte Spiel und das ist der achte Gegentreffer der Bayern. Das ist schon, ja, man merkt auf jeden Fall in der Abwehr, da muss sie ein bisschen was tun. So, Lewandowski. Goretzka. Runter zu Tolisso. Da geht in die Mitte. Ah, schade. Müller verliert den Ball. Ball ist erstmal weg. Ja, aber so schnell kann es gehen. Zuerst die Führung erzielen und ein echt guter Angriff von Liverpool und dann Shepherds. Und zwar direkt. So, da ist Henderson. Oxlade-Chamberlain. Foulspiel. Foulspiel von Romagnoli. Der auch auf der Transferliste steht. So, Firmino nimmt Schwung und haut den direkt und übers Tor drüber. So, halbe Stunde rum bis jetzt. 1:1. Ich glaube, wenn es unentschieden ausgehen würde nach 90 Minuten, ich glaube, dann gibt es Elfmeterschießen. Also ich glaube, es gibt dann keine Verlängerung, sondern direkt Elfmeterschießen. So, vorne ist Lewandowski, der will in Zweikampf mit Van Dijk. Aber sieht hinter das. Oh, komm schon, da wäre Kommer so schön durchgelaufen. Aber Van Dijk, ja klar, er ist einer der besten Verteidiger der Welt. Ah, schade, schade. Das wäre natürlich schön gewesen. So, nächste Chance. Lewandowski ist diesmal vorbei an Van Dijk. So, Robert, Lewandowski in Karius. Und ja, spitze Winkel, schwierig für Lewandowski. Karius hält den. Die Bayern sind jetzt nah dran an der Führung. Oh, Kopfball von Gnabry. Er ist halt kein Kopfballungeheuer. So, Karius mit dem Abschlag. Weit nach vorne. Das ist immer gefährlich. Da muss ich mir was überlegen. Ich glaube, ich werde echt mit einer bisschen anderen Aufstellung spielen in der Saison, weil ich finde, Davis ist echt guter Linksverteidiger, aber der geht so oft mit vor und dann ist unsere linke Seite immer so offen. Und das ist stark gemacht von Firmino. Da kommt die Grätsche von Romagnoli. Kein Elfmeter, kein Foulspiel, aber allerhöchste Not war das. Stark von Romagnoli auf jeden Fall. So, Tolisso. Da will schon wieder Lewandowski loslaufen. Ah, Pass wird abgefälscht. Schade. Oh, aber halbherzig nur geklärt. So, erste Halbzeit fast vorbei. Immer noch 1:1. Trotzdem tolles Spiel. Beide Teams zeigen auf jeden Fall hier ein gutes Spiel. Und wo sie momentan so stehen. So, jetzt kommt Pfeif halt zur Halbzeitpause. Bitte. Geht doch. So, also, erste Halbzeit ist vorbei. Der FC Bayern München gegen den FC Liverpool. Momentan steht es 1:1. Das ist ein tolles Spiel. Torschütze für die Bayern, Thomas Müller. Auf der anderen Seite hat es Firmino gemacht. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf eine gute zweite Halbzeit. Und ja, mal schauen, wer sich zum Schluss durchsetzen wird. Bis jetzt ist es echt ein offenes Ding. Und auch bei Atletico Madrid gegen Paris steht es unentschieden. Tolisso ist schon ein bisschen am Ende, Gnabry auch und Davis auch, aber ihr habt nicht so viele Alternativen. Wie gesagt, ich baue das Team gerade um und deswegen, ja, wir haben nicht mehr so viele Spieler, wenn ich ehrlich bin. Gut, weiter geht's. Anstoß, zweite Halbzeit läuft, der FC Bayern gegen den FC Liverpool. Und rein geht's in die zweiten 45 Minuten. Und wie gesagt, es geht ums Finale, es geht hier natürlich jetzt nicht um die Champions League Krone, aber es geht um erstes Ausrufezeichen. So, da ist Jota im 16er. Bavard ist bei ihm, macht er gut. Bedrängt ihn. Und damit geht der Abschluss ins Leere. So, Benjamin Pavard. Bei ihm bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich mit ihm auf der rechten Verteidigerseite glücklich wäre. Schön gemacht hier von Gnabry. Da startet Lewandowski und wieder ist Van Dijk zur Stelle. Dieser Van Dijk, der kostet mir gerade irgendwie die Nerven. Er fängt natürlich immer die Pässe ab, die was er eigentlich nicht abfangen soll. So, Henderson zu Firmino. Der soll natürlich auch bärenstark in Form. Oh, Vinial, dummes Tor. Und Neuer ist da. Neuer ist da. Wichtig. Gut mitgespielt von Manuel Neuer. Und da ist Romagnoli. So, der macht sich mal auf den Weg nach vorne. Lewandowski fordert den Ball, bekommt ihn auch. Gut gespielt. Da ist Goretzka, da ist Müller. Und da kommt auch Robert Lewandowski, komm schon! Nicht an den Ball, schade. Das wäre eine dicke Chance geworden. Aber da bekommt er den Ball leider nicht. So, Vinaldum.
Noch keine Wechsel bis jetzt im Spiel. Also beide vertrauen immer noch auf ihr Startelf. Da ist Henderson. Ball ist weg, schön gemacht von Gnabry. Und Müller. Komm, Lewandowski, beweg dich irgendwie. Aber tu was. So, Tolisso. Außen ist Lewandowski der Platz. Lewandowski will kreuzen und abschließen. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. So, Liverpool wartet. Oh nein, das war gemein. Pavard in den Rücken gespielt. Jota ist schnell. Romagnoli hetzt da hinterher. So, jetzt sind sie zu zweit bei Jota. Ja, Foulspiel von Romagnoli. Freistoß zurecht für den FC Liverpool. Und die wechseln jetzt. Firmino geht runter, Aubameyang kommt. Und wir müssen ja auch mal ein bisschen wechseln. Coman ist noch so fit, aber ich muss Costa bringen für Gnabry. Der ist jetzt schon am Ende. Und hinten drin, ja, muss ich ja auch ein bisschen was wechseln. Ich weiß ja nicht, was ich so großartig wechseln soll. Ich habe halt echt fast nichts mehr auf der Bank, was brauchbar wäre. So, Wechsel jetzt. Und jetzt natürlich die Chance für den FC Liverpool, 20 Minuten noch zu spielen. Van Dijk mit dem Freistoß. Eigentlich sollte auch der in die Mitte. Ist so Neuer mit der Faust. Wichtig. Aber Henderson hält Liverpool hier im Angriff. Klar, die beiden jetzt mit Costa. Nochmal eine schnelle Variante für den Flügel. Schnell und frisch. So, Alfonso Davis im Zweikampf gefordert. Pass in die Mitte. Oh, Neuer. Boah. Mané auch auf dem Platz. Ich habe gar nicht mitbekommen, wann er gekommen ist. Also Neuer. Richtig stark. So, jetzt der Eckball. Robertson kommt übrigens beim FC Liverpool. Kopfball kommt, geht vorbei. Viertelstunde noch zu spielen. Liverpool hat jetzt eine dicke Torchance gehabt. Das hätte auch anders ausgehen können. So, jetzt Alfonso Davis. Von Elauer natürlich. Kingsley Coman. Der hat noch viel Kraft. Ich weiß aber gar nicht warum. Hat der so wenig bis jetzt gelaufen oder... So, da ist Müller. Müller zieht einmal zurück. Geht vorbei, Müller! Hat heute schon einmal getroffen. Hätte gerne auch hier getroffen. So, 10 Minuten noch. Dann geht's, glaube ich, ins Elfmeterschießen. Außer es fällt hier noch ein Tor. Liverpool ist gerade viel Platz im... Oh, schade. Costa wäre da fast rangekommen. Und da ist schon Sadio Mané. Das ist natürlich gefährlich. Ein frischer Mané. Der Wirbel ist natürlich richtig auf. Oh, schön gespielt. Neuer, komm schon. Und hau ihn weg. Um Gottes Willen. Jetzt wird es gerade ein bisschen kribbelig. Jetzt wird es gerade ein bisschen sehr kribbelig. Mané, Mané gegen Neuer. Ach komm, es hat sich angedeutet. Es hat sich angedeutet. Man muss ehrlich sein. Das hat sich angedeutet. Sadio Mané. Schade. Last-Minute-Punch, 87. Minute, Führung jetzt natürlich für den FC Liverpool. Das wird es dann wahrscheinlich gewesen sein bei den Bayern. Ja, bisschen unbefriedigend, aber man muss halt sagen, die Bayern sind momentan im Umbau. Das heißt, wie gesagt, das sind viele Top-Spieler natürlich momentan noch nicht da. Oh, schön hier von Coman gegen Paulista. Oh, schade, Coman kommt nicht vorbei und das wird es dann auch gewesen sein. Hier nochmal ein V-Spiel. Und dann, oh, schade, ich dachte, der Ball geht durch. Das wäre es natürlich nur gewesen, aber nee, das war's. Schade. Oh, ärgerlich natürlich ein bisschen. So kurz vor dem Ende noch ein Gegentor kassiert. Die Bayern verlieren gegen Liverpool mit 2:1. Aber wie gesagt, wir bauen um und wir werden zurückkommen mit einem stärkeren Team und werden mit Sicherheit vielleicht auf den FC Liverpool treffen in der Champions League-Saison. Und ja, dann wird es die Reihe geben. Mané natürlich, ja, wenn man so einen Spieler frisch auf den Platz bringen kann, das ist natürlich sehr gut. Ja, hat alles gut angefangen mit dem frühen Tor von Müller, danach aber nicht das 2:0 nachgelegt und da war halt der Fehler. Ja, soweit dazu. Das heißt, das war es auch schon mit der Vorbereitung und wir hätten auch gegen Atletico Madrid gemüsst. Naja. Gut, bin gespannt, wie das dann ausgeht, aber ich würde sagen, an dieser Stelle Turnierpreisgeld kriegen wir auf jeden Fall. Ja, nicht die Welt, aber immerhin. Und ich würde sagen, an der Stelle, ich muss mal ganz kurz schauen, wie weit die Spiele jetzt sind mit der Beobachtung. Die müssten doch eigentlich bald fertig sein. Ich habe nur ein paar neue hinzugefügt. Oh, das dauert noch. Wie lange dauert das noch? Keine Ahnung, wir kriegen auf jeden Fall die Nachricht. Ich simuliere einfach mal so weit vor, bis wir die Nachrichten kriegen.
Transfergebühr für Costa. 14 Millionen Euro ist der nur wert. Was? Achso, gegen? Gegen was wollen die tauschen? Ich hab's nicht gelesen. Gegen Tyler Adams. Nee. Da will ich lieber bei Costa bleiben. Na, Trainingskarte, den mache ich nicht. Den simulieren wir mal ganz kurz. Ich hoffe, die Berichte kommen, weil wir müssen beim nächsten Mal schon gegen Dortmund. Ja, hätte gerne ein paar Spieler. So, Transfergebühr für Costa. Die wollten alle nur tauschen. Bin aber ganz ehrlich. Nee. Und Hudson Odoi. Von 17,8 Millionen. Egal, wir schauen das beim nächsten Mal an. Also, vorhin machen wir auf jeden Fall Schluss beim nächsten Mal. Etwa Transfermarkt, so wie es aussieht, oder gegen Dortmund. Das sehen wir dann. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt dabei, bis zum nächsten Mal. Ciao.